So, meine lieben Leute, und hier sind wir jetzt wieder bei Tomb Raider 4. Und wir haben hier das gezogen und da kam mir so ein komisches Teil. Oh, es liegt hier so ein komisches Teil. Und wie heißt es denn? Heben wir es mal auf. Oh, Tomb Raider Musik und von einer ganz besonderen Art. Von einer ganz besonderen Art. Oh. Was hat es da gerade getan? Es sieht mir so aus, als wäre da eine Bodenplattform aufgegangen oder runtergefahren oder wie auch immer. Und wir haben jetzt da einen Teil gefunden. Das heißt Sun Disk. Und wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen es kombinieren mit diesem Teil. Und jetzt haben wir einen Sun-Talisman. Jetzt haben wir also eine Sonnenstatue, einen, ja, Sonnentalisman, keine Ahnung. Ja. Jetzt müssen wir jetzt hier irgendwie die Plattform runter. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt in ein altes Level zurück. Kommen wir jetzt in den Heiligen See zurück? Ich weiß es gar nicht. Ja? Mal gucken. Ja, Secret Lake 2, wie ich da immer so schön sage, zum zweiten Mal hier. Ah ja, genau. Ah. Wie kann sie treffen durch die Dings durch? Naja. Tot, noch eine. Drei. Ja, am Secret Lake muss ja auch alles voll sein. Wenn die weiter weg sind, dann muss man auch tausendmal auf die Skorpione drauf schießen. Unfassbar. Wie jetzt vielleicht auffällt. Es ist immer so ein Anhaltspunkt. Diese Sonnentalismanen müssen wir hier vorne einsetzen. Ich kann es euch mal zeigen. Hier automatisch wird das eingeblendet. Aber. Da war ja was da. Ein bisschen über Levers Kopf sieht man auch sowas Gelbes. Und das Gelbe sah, sieht, oder sieht ungefähr so aus, wie dieses Teil, was wir gerade aufgehoben haben, was wir gerade mit dem Sonnentalisman verbunden haben oder kombiniert haben. Schon ein Anhaltszeichen dafür. Wir müssen vielleicht hier dieses Teil einsetzen. Sun-Talisman oder Talisman. Talisman. Wie auch immer, schwebt diese Statue, dieser Talisman nach oben. Durch die Schwerkraft, das weiß ich, durch die Blitze, das ist so unlogisch eigentlich, aber es ist ja egal. Es ist Tomb Raider 4, ja? Tomb Raider Logik. Und dadurch kann man jetzt hier in verschiedenste Räume reingehen. Ich glaube, zwei von den Räumen, da liegen nur Gegenstände drinne. Und im einen Raum geht es dann im Endeffekt auch weiter. So, und da sind wir wieder bei Lara. Ja. Da sind wir wieder. Also, das ist eigentlich, ja, ich würde mal sagen, alles nicht so kompliziert. Ich glaube, hier geht es sogar weiter, oder? Ja. Hier geht es dann auch im Endeffekt, glaube ich, zu wissen, weiter. Wir erkunden erstmal die anderen Wege. Wie sieht es denn hier aus? Oh mein Gott, war das knapp. Ach, hier geht's, liegen Gegenstände, das weiß ich ganz genau. Das könnte aber wehtun. Deswegen gehen wir erstmal zu den Fackeln dahinter. Oder wir machen es so, da haben wir jetzt ja nicht wahnsinnig viel Leben verloren, wir haben ja auch genug Medipacks. Mal gucken, ob wir jetzt zu den Fackeln hier hinterspringen können. Okay, aber wir noch ein bisschen, das ist ja okay, also ein bisschen hoch. Mal festhalten vielleicht? Ja. Und nochmal probieren. Die Fackeln scheinen hier ein bisschen höher gelegen zu sein, jetzt sehe ich es auch. Nee? Ja, geht schon so. was liegt hier Schönes drin? Shotgun-Munition. Okay. Geht mal auf, würde ich sagen. Shotgun-Munition, ganz wertvoll. Hier geht's auch noch lang. Kriegt noch ein kleines Medipack. Damit haben wir jetzt die 30er-Marke der kleinen Medipacks geknackt. 30 und 20 von den großen auch fast. Ich finde nur noch zwei. Unfassbar eigentlich. So, hier müsste auch noch was gelegen haben. Da war auch gerade noch so eine Tür, haben wir gerade gesehen. Hier liegt Uzi-Munition. Was liegt hier Schönes drin? War hier sogar ein Secret? Ich weiß nicht. Nochmal Schrotflinten-Munition oder Pumpgun-Munition. Wie gesagt, das ist ein schönerer Ausdruck, finde ich. Bei Pumpgun hört sich, also Shotgun ist so ein Schott, ne? Aber Pump, das hört sich jetzt richtig an, riecht Pump gar nicht.
Pumpgun nicht, egal. Uzi Munition, einmal alles durchgucken. 600, 60, also fast 700 inzwischen. Jetzt mal auf die andere Seite, da kommt man nämlich so eine Tür öffnen. Diese, na, nein. Geh runter. Diese gelbe Tür hier. Mach sie auf. Mach sie auf, Labercraft. Alles ja verkantet schon wieder hier. Ja. Da hast du gerade kurz geladen und da kam der Secret Sound. Wir haben ein Secret. Also das war ein kompletter Gang jetzt hier, nur mit Gegenständen und Sachen eigentlich. Wir haben jetzt voll viel gefunden durch diesen Eingang, ne? Total viele Gegenstände, aber ist ja nett. Damit fehlt uns gleich nur noch ein großes Medipack zur 20er Marke der großen Medipacks, die wir auch fast geknackt haben jetzt. Oh, Munition. Ist das Explosivpfeile? Ja, oder? Ist das die Explosivammo? Ne, es ist nicht Explosivammo. Scheiße. Ne, doch hier. Ja, wir haben gerade Explosivammo für die Armbrust gefunden. Die Waffe haben wir zwar noch nicht, aber so lange dauert es auch nicht mehr, bis wir die finden. Das dauert wirklich nicht mehr lange. 10 Mal haben wir davon schon. Die haben wir jetzt nur durch dieses Geheimnis hier gefunden. Also, Twitter 4 ist es wirklich nicht schlecht, Geheimnisse zu finden oder sich da ganz genau manchmal umzusehen, weil diese Explosivammo gibt es ganz selten und ich kenne einige Let's Player, die keine Munition mehr von der Waffe hatten und dadurch solche Mumien nicht töten konnten. Aber dazu kommen wir noch. Ich will auch diese Mumien nicht nur mit der Armbrust besiegen, man kann die auch mit anderen Waffen besiegen, nämlich auch mit der Schrotflinte. Man kann nämlich viele Gegner runterschubsen. Und mit der Schrotflinte, also ihr werdet sehen, mit der Schrotflinte kann man die halt dann austricksen und kann die halt ins Wasser drängen mit der Schrotflinte, aber dazu kommen wir noch. Ich will nicht immer die Explosivammo verwenden, beziehungsweise nicht immer die Armbrust verwenden. Das wäre ja auch langweilig und blöd, deswegen bin von der Höhe her schon genau richtig, aber ich will jetzt von hier am besten nach da drüben. Direkt. Genau. Jetzt wo hier ist noch ein Gang, da lag auch noch mal ein kleines Medipack, wenn ich mich erinnere. Was war hier nochmal? Hier geht's auch weiter, Mensch. Hier geht's auch weiter. Dann hier mal googeln. Also von einem Gang kamen wir ja her. Aber das war nicht der Gang. Also der andere, der noch übrig geblieben ist, da kamen wir halt dann her. Und hier liegt praktisch nur ein kleines Medipack drin. Und mehr gab es hier, glaube ich, auch nicht. Deswegen können wir jetzt dann den Gang lang gehen, wo es dann im Endeffekt weitergeht. Also was hier an Gegenständen rumlag und ich finde es wirklich Quatsch, wenn Let's Player wirklich sagen, ja, dass hier mit der 4 damit so groß ist wie irgendein Spiel. Es liegt hier trotzdem krass viel rum. Man braucht das ganze Zeug überhaupt nicht. Man soll sich nicht aufregen, ich weiß, aber das... Ja, man wird zugeballert. Das macht doch keinen Spaß, das zu spielen, finde ich, immer so zugeballert. Man hat nichts Knappes. Es ist alles, so, alles so viel. Und es macht dann wirklich keinen Spaß. Es tut mir leid. Natürlich habe ich Spaß an diesem Spiel. Ich spiele es sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß, es zu spielen mit euch. Es ist wirklich super. Wenn man zurzeit auch so genauso viel Spaß wie Tomb Raider 2 und das kenne ich ja nun auswendig. Aber es ist halt wirklich toll. Aber mit den Sachen hätten sie wirklich ein bisschen sparsamer sein können. Auch in anderen Tomb Raider Teilen ist es teilweise zu viel. Wo ich jetzt Player sehe, die teilweise fast gar keine Medipacks mehr haben hier in den Leveln. Wo ich dann sage, was ist mit euch los? Wo geht's hier rein? Wie geht's denn da drinne? Ich kann sagen, ist das ein Secret, weil ich war ja noch nie drinne. Oh, ist es nicht. Ich war ja noch nie drinne. Ich kann jetzt Medipack, Uzi-Munition und Pumpgun-Munition. Ja. Schrotflinten-Munition haben wir auch am Mass, oder? Von der normalen Ammo 156, von der anderen Ammo 60. Alter, über 200 Schuss schon. Von der Shotgun, unfassbar. Wenn man sich erstmal überlegt, wie viel Schuss man in den anderen Tomb-Raider-Teilen hatte, ist das wirklich krass. Aber ich will mich nicht mehr darüber aufregen, ich sag ja bloß. Komme ich nach die Plattform jetzt drauf? Kann man das irgendjemand sagen? Von hier? Ja. Und hoch. Hochziehen. Die können wir direkt weiterhangeln nach da drüben, diese kleine Öffnung. Und während wir glittern, kommen, glaube ich, Fledermäuse. Aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Und beim alten Let's Play, beim ganz alten, was schon gelöscht ist, was ich mit dem Fernseher aufgenommen habe, damals noch, letztes Jahr, irgendwann im Sommer, Herbst. Im Sommer war das, glaube ich. Da, ja, gab es irgendwann an dieser Stelle, oder noch ein bisschen weiter, glaube ich, also gleich müsste das kommen, gab es auf der PS1 bei mir einen Bug, da hat das Spiel total geruckelt. Warum hast du dich nicht festgehalten? Hat das Spiel total geruckelt und alles.
Und das wollte, das Spiel wollte nicht mehr laden, dass die PS1 voll aufgehangen. Das war voll scheiße. Das war richtig scheiße. Richtig. Und nochmal. Das hat es gerade nicht gemacht irgendwie. Immer noch Fledermäuse. Ich habe mir vor kurzem mal so TV-Ausraster angesehen auf YouTube und allgemein Ausraster von deutschen Schauspielern und im Fußball und alles, was es denn alles für Ausraster schon im TV und im Fernsehen gab. Krass, muss ich sagen. Also, was es da schon alles gab. Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme, aber ich habe mir das auch heute erst mal wieder angesehen. Ich gucke mir da jetzt in der Zeit sehr, sehr viel von an. Eigentlich ist es dumm, sich das mal anzusehen. Es macht mir Spaß, irgendwelche Videos anzusehen, mit irgendwelchen Schauspielern diskutieren oder sich schlagen. Oder sich teilweise sowas von streiten. Ist die jetzt weg? Keine Ahnung. Macht es mir Spaß, das anzusehen. Da ist nichts drin. Dann geht es vielleicht doch weiter, keine Ahnung. Und die Munition. War klar, dass in irgendeiner der zwei Öffnungen wieder Gegenstände drin liegen. Jetzt kommt die Fledermaus schon wieder. Guck mal, wir wechseln gleich das Level sowieso. Die nerven leicht. Aber ich glaube wirklich, wir wechseln das Level sowieso gleich. Ich glaube, so lange dauert das gar nicht mehr. So. Und runter mit dir. Ich gebe mir auch in Tomb Raider 4 keine direkten Level Cuts, wie das ja bei Tomb Raider 2 ist. Also bei allen Teilen gibt es eigentlich Level Cuts. Von Tomb Raider 1, 2, 3 und 5 gibt es ja immer Level Cuts bei mir. Tomb Raider 4 nicht, weil man da so schnell die Level wechselt, was unfassbar eigentlich ist. Deswegen gibt es hier keine richtigen. Also ganz selten, wenn man am Abschnitt mal wechselt, aber sonst nicht. Ist hier weiter? Muss ja. Ah, hier. Wolltest du aber gerade nicht hoch? Naja, okay, dann. Jetzt aber, oder? Ja. Geht doch. Ja, hier hat es diese Ruckelstelle gegeben. Ab hier war das genau. Das war so lustig irgendwie. Ich bin bescheuert. Komm, ich muss wieder runter. Ich habe oben gerade gespeichert, ja. Hier rüber. Gerade in der letzten Folge von Tomb Raider 4 habe ich festgestellt, ich muss ein bisschen was erwähnen hier im Let's Play, dass man meine Tastatur total laut gehört hat. Man hat die immer schon gehört, aber in der letzten Folge war das so laut, fand ich, jetzt war für mich schon zu laut. Ich finde das nämlich auch nicht so toll, wenn die so laut ist. Ich finde das echt nicht so schön. Ich finde das eher nicht so toll. Hier muss ich, glaube ich, auch hin. Wenn die dann so knarzt und so, keine Ahnung, das ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ah. Ist nicht schön. Hohohoho. Kann man ja nicht nach unten? Lag da nicht irgendwas noch? Hm, ist egal, ich habe genug Zeug. Bin ich jetzt auch nicht mehr so. Bin jetzt auch nicht unbedingt so heiß, jeden Gegenstand zu kriegen. Wie gesagt, man hat ja wirklich genug. Wie viel Geiles haben wir eigentlich schon aufgesammelt? 24 von 70, okay. Es steht fest, wir haben schon ein paar verpennt, aber wir müssen sowieso hier runter. Wir haben schon ein paar verpennt, aber oh Gott. Das ist, glaube ich, nicht so angenehm, hier runter zu gehen. Ich probiere es mal. Ja, und da ist dann kommt jetzt so eine Cutscene, das Level, glaube ich, zu Ende. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie das vonstatten geht. Secret Lake 172. Aber da bist du jetzt schon mal gestorben. Hm. Ach, guck mal, hier ist so eine Plattform. Hier liegt was. Oder? Ja. Auch hier, ich habe nicht in Erinnerung, dass ich hier irgendwann mal war. Fackeln und die Uzi schon wieder zum dritten Mal, die Uzi, ey. Unfassbar. Sicher hätte sie auch nochmal gelegt, für welche, die wirklich das nie irgendwie finden. Ja. Wenn wir, glaube ich, auf den Eingang da vorne zugehen, also wenn wir da wirklich drauf zugehen, dann kommt wieder mal so eine Cutscene, die von Fraps nicht aufgenommen werden kann. Ich glaube, da kommen wieder zwei. Eine kann aufgenommen werden und eine kann nicht aufgenommen werden. Das ist, glaube ich, meistens so. Wir wechseln jetzt praktisch wieder halb den Abschnitt, praktisch. Aber ich weiß auch gar nicht genau, was für ein nächstes. Wie heißt das nächste Level? Wo kommen wir eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht so genau. Lassen wir uns überraschen. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Lasst euch gut gehen und ciao.